Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind immer noch in... Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Optionales Herausforderungsgrab. Okay. Ich versuche es. Wir sind jetzt hier in dieser Gletscherspalte drin. Alter. Okay, wir suchen diesen Eingang zum Grab. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Alter! Thumbnail. Geil! Okay, das war knapp. Wieso krieg ich denn jetzt die Nachrichten? Warum hast du dich denn zugespammt, ey? Alter! Ist das geil? What the fuck? Ich glaube, wenn ich runtergehe, sterben wir, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Aber alter Vater. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Okay. Ich halte gerade auch schon nach diesem Eingang zum Grab. Ah, ich gehe erstmal oben lang. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, da komme ich zur Galeone. Deswegen denke ich mal, das ist der richtige Weg weiter. Oder? Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Huh. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Nee. Hier runter auch nicht. Ich bin gerade Griechisch 2. Okay, cool. Ich bin gerade am Überlegen. Sind wir hier richtig oder wäre der andere Weg richtig gewesen? Ich weiß es nicht. Ne, hier sind wir richtig. Okay, wir gehen nochmal zur Galeone. Hoppa! Und gucken uns die mal an. Sieht schon geil aus, ne? Sieht schon geil aus, ey. Oh. Danke für die Erfahrungspunkte. Da oben muss irgendwas sein. Optionales Grab gefunden. Okay. Spring hoch, genau, sehr gut. Jetzt haben wir einen Eisbrocken runtergeholt. Okay, dann mit dem müssen wir gleich irgendwas machen. Aber... Hier kommen wir gar nicht weiter, ne? Kommen wir nicht weiter hoch, okay. Das bringt uns auch nichts, okay. Hier haben wir schon mal nichts, aber da ist noch Erfahrungspunkte. Hier sind noch Pilze, die ich gerne mitnehme. Und eine Schriftrolle. Okay. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Okay. Also nicht nur ein Nickerchen, wie es aussieht. Ne, sieht nicht nur aus wie ein Nickerchen. Okay, gucken wir mal hier hoch.
Ah, okay, Moment, ich muss... Wie es aussieht, irgendwas mit dem hier machen. Irgendwas, kann ich hier nochmal... Nee, aber ich kann hier hoch, okay? Von hier aus dann gleich da ranspringen. Ach du Kacke. Okay. Hier lang, Lara. Und spring! Ja, geschafft. Ach du Kacke, ey. So. Doppelsprung. Nee, da auch nicht. Hier lang. Hoch. Nein. Oh Gott, hoch. Hoch. Okay. Oh Gott, hier ist es rutschig, wie es aussieht, oder? Nee. So, jetzt müssen wir von hier aus... Oh, warte mal. Oder von da aus? Nee, von hier aus. Ich muss das da oben erst freischalten. Scheiße. Aber wie? Hiermit? Ja, okay. Achso. Hä, nee. Hä? Achso. Okay. Jetzt haben wir es auf der richtigen Höhe, oder wie? Nee. Hä? Es muss runter. Ja, so lassen. Jetzt müssen wir uns beeilen, okay? Und gegenspringen. Hä? Lara! Oh Mann! Das hat sie nicht festgehalten. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schräg gesprungen. Aber okay, dann wissen wir wieder, wie wir das machen müssen. Wie wir das machen müssen. Aber es ist schon... Nicht so einfach, würde ich mal meinen. Nicht so einfach. So, und los. Zack. Da lang. Und spring! Nein, zu spät! Oh Mann! Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Noch schneller muss ich sein, okay. Ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. Irgendwie. Irgendwie. So. Unten lassen. Und jetzt los. Lauf. Okay, schneller. Hier lang. Ja, okay. Nice. Sehr gut. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Ja, das wäre mal interessant zu wissen. Indem wir nicht... Oh Gott. Wie habe ich das denn geschafft? Ich dachte gerade, Lara fällt runter. So. Hoch. Rüber. Hier unten kommt man gerade noch irgendwas machen. Halt dich mal fest. Geh mal runter, Lara. Geh mal runter. Uiuiui. Ach nee, warte. Jetzt sind wir hier. Lass mal los. Lass mal los. Kannst du nicht loslassen? Oh, muss ich jetzt echt nochmal runterdrehen? Das sah gerade ein bisschen anders aus als eigentlich. Eben. Deswegen.
Wir können doch jetzt locker wieder... Können wir das nicht? Nein, wir können nicht nochmal daran springen. Okay. Hä? Müssen wir halt nochmal hochklettern, okay. Der Weg ist jetzt frei, ist also alles gut. Ist also alles gut. Hopp. 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 Und hoch. Und hier hoch. Münzen, okay. Zieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Weiß ich nicht. Okay, holen wir uns das hier. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Herausfordernd, neue Fähigkeit gemeistert. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst... Ey, Grab abgeschlossen. Credits. Okay. Alter, cool. Neue Schusstechnik, wie es aussieht. Können wir jetzt... Ah, guck es mal an. Cool. Das ist sehr cool. Und die Karte. Auch nett. Das ist richtig cool. Und hier kommen wir raus. Okay, cool. Alles klar. Das war schön. Ist schön. Ist schön. Ist sehr schön. Was haben wir hier denn eigentlich, Alter? Ey, dass Lara so weit springen kann. Ohne Witz. Noch mehr Münzen? Bekommen? Was haben wir denn hier, ey? Oh, nicht schwimmen. Rechte Maus hast du oder nicht? Ja, doch. Hä? Wieso hat das gerade nicht funktioniert? Komm doch hoch! Du kannst doch hochkommen! Ich hab doch gerade die rechte Maustaste gedrückt! Mann! Okay, nochmal. Rein. Rechte Maustaste und los schwimmen. Okay, wir sind raus. Okay. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden. Aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Alter, was ist denn mit dir los? Man kann sich auch zu krassen Sachen reinsteigern, ne? Sprachkenntnis erhöht. Man kann jetzt Russisch Stufe 1 übersetzen, okay. Alter, Vater, ey. So ein bisschen Angst macht mir der Typ ja, ne? Ist ja ein bisschen übertrieben, der Typ. Sowjetanlage. Moment, sind wir in Russland? Echt? Oh, lol. Wenn ja, dann habe ich das die ganze Zeit nicht gecheckt. Ich bin nicht dein Feind.
Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer... Okay. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert, vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Der Feind meines Feindes ist mein Freund oder so hieß das, ne? Ich wollte mich erstmal noch kurz hier umgucken. Hier gibt es noch bestimmt Sachen zum Einsammeln. Regionsübersicht. Gibt es hier noch Sachen? Ja, da. Okay. Gucken wir mal, was wir noch alles herstellen könnten. Können noch ein paar Pfeile herstellen. Keine Gift? Achso, wir haben noch Giftpfeile, okay. Davon haben wir nichts. Können wir irgendwas upgraden? Auch nicht, ne? Vier Leder ist das, ne? Nee, Fell. Fell ist das. Viermal Fell brauchen wir hier noch und... Okay, nicht genug davon. Hier. Können wir noch gar nicht? Fertigungswerkzeug. Okay, und Fähigkeiten können wir auch nichts machen. So, was ist jetzt mit Regionsübersicht? Okay, abgeschlossene Mission. Wir haben gar nichts gemacht? Überlebensverstecke. Doch, ein. Okay, dann ist das hier komplett eine neue Region, wie es aussieht. Okay. Aber wir machen jetzt... Wir speichern erstmal. Genau. Speichern. Und dann gehen wir zurück zum Hauptmenü, Leute. Und gucken erstmal, was wir noch bekommen haben. Denn wir haben ja im letzten Part und in diesem Part jetzt Credits bekommen. Und die können wir... Oder... Noch zwei Geschenke. Das sind zwei Geschenke und Credits haben wir bekommen. Die können wir beim Marktplatz, können wir uns die holen. Ne, ein. Okay, für das Erlegen des Bärens. Oh. Ups. Nein, wir können hier nochmal die Karten, ne? Ja, die können wir uns so kaufen, okay. Wo können wir die ausrüsten? Das sind die ganzen Add-ons, die ich habe, genau, das sind ja alle. Croft-Anwesen? Letzte Aufforderung an Lara Croft, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, besagtes Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben an Atlas de Mornay, Nachlassverwalter. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Wie du weißt, haben deine Eltern mich im Falle ihrer Abwesenheit zum Nachlassverwalter bestimmt. Seit dem Verschwinden deiner Mutter wurde sie nie offiziell für tot erklärt. Und die Umstände um den Tod deines Vaters legen nahe, dass er kein formelles Testament hinterlassen hat, das diese Situation regelt. Leider hast du keinen rechtlichen Anspruch auf das Anwesen. Ich zahle dir eine monatliche Summe aus deinem Treuhandvermögen, wenn du das Anwesen bis Ende der Woche verlässt. Stell dich nicht gegen mich, Lara. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Hochachtungsvoll, Atlas.
Es muss ein Testament geben oder irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis, was Mom zugestoßen ist. Der Safe. Okay, das machen wir alles im nächsten Part, Leute. Das machen wir alles im nächsten Part. Ja, das machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part spielen wir die beiden Geschichten. Ist ganz nett. Können wir machen. Genau, neue Geschichte, Blutsbande. Achso, Geschichte fortsetzen, Blutsbande und danach Lara Redders Albtraum. Aber irgendwo können wir doch locker. Expedition? Nee. Nee. Marktplatz, hier können wir doch irgendwo was. Mit den Karten, wo kann ich denn die Karten einlösen? Wir haben viele Credits. 150.000, lol. 60.000? 20.000? 300.000? 20.000? 20.000. Wir kaufen uns mal eins für 5.000. Achso, wir behalten diese ganzen Karten jetzt, oder wie? Und wo setze ich die Karten ein? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir beenden jetzt den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.